Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bioshock Infinite Burial at Sea. So, ich habe mir meine ganzen Einstellungen jetzt endlich geändert. Und sie funktionieren. Sehr schön. Sehr schön. Und wir haben uns hier im letzten Part verabschiedet, um zu gucken, was es hier noch so gibt. Allerdings scheint es hier nicht besonders viel zu sein. Ein bisschen Munition. Finde ich schön. Ich finde das ganz... Ich finde dieses Detail... Dieses Detail, dass Elizabeth mit Waffen nur so, ja, theoretisch umgehen kann. Sehr interessant, dass sie das auch in ihren Animationen widerspiegelt. Finde ich ein schönes Detail. Und auch allgemein in ihren Kampfstil. Oh. Interessant. Nehmen wir kurz die Waffe weg. Ich möchte das lesen. Mhm. This line, official procedure, die offizielle Prozedur. Problemkinder usen, also die Pfeile benutzen. Ist erwünscht. Okay. Wollen wir mal gucken? Jo, hier ist alles abgegrast. Sehr schön. Sehr schön. Wir wollen auch gleich weiter. Mal luren, was es hier noch zu forschen gibt. Ich finde hier Schrotflintenmunition. Finde ich auch sehr interessant, dass dies als tatsächliche Option zur Verfügung steht. Oh, ich finde die Grafik schön. Schaut euch mal diesen Effekt an mit diesen... Wobei ich mich immer frage, tragen die alle eine... Ist das Mario? Sind da jetzt aufgefallen? Tragen die alle eine Brille? Was, sonst kriegen sie ja diese Punkte gar nicht zusammen. Aber es ist ein schönes Detail. Hm. Mal gucken. Da, Sucho. Der Name, den ich Atlas nennen sollte. Hm. Ich kann dir nicht folgen. Anscheinend hat dieser Sucho das Restaurant Silverfin übernommen. Dort war der Riss, durch den ich zum ersten Mal nach Rapture kam, als ich Comstock suchte. Bevor das hier ein Gefängnis wurde. Aber du warst 1960 zum ersten Mal in Rapture. Mit Booker. Als du Songbird ertränkt hast. Mehr als ein Jahr in der Zukunft. Ja, das stimmt. Ich... Als ich alle Türen sehen konnte, ergab es Sinn. Aber jetzt... Ist es nur ein Wirrwarr. Elizabeth, du blutest. Jetzt weiß ich, wie es sich anfühlt. Gut. Wenn wir Suchong finden wollen, sollten wir im Silverfin anfangen. Ich kenne den Weg. Das ist sehr optimistisch, Madame. Sehr optimistisch. Hier ist es mir zu ruhig. Ehrlich. Na gut, gucken wir mal hier hinein. Na komm, dann steh auf, Mädel. Wir haben ja Zeit. Talk from gadflies and naysayers following the nationalization of Fontaine Futuristics. I believe in free men and free markets, but I also believe in my city. And Frank Fontaine's purpose was nothing less than the destruction of Rapture. It was he who gave comfort to the laggards and layabouts. It was he who coddled the traps and vagabonds. Fontaine was poisoning the people of Rapture. But his venom wasn't made of arsenic or strychnine, no. It was concocted from something far deadlier. It was brewed from altruism. Now you know. Ich finde diese kleinen Kinofilmchen hier immer relativ schön. Ach, das sieht doch schon so hier irgendwie aus, als ob hier noch was kommt. Kurz gucken, hier hoch geht's, aber... yeah. The Sin. Ah, The Sins. Und hier für die Damen, The Big Daddy. Okay, interessant. Ich habe aber noch kein Plasmid, wenn mir gerade so einfällt. Verdammt! Na gut, das heißt, wir werden hier wieder zurückkommen. Auch interessant. Dann bleibt uns leider nichts anderes übrig. Hier kann ich auch nicht. Aber doch, hier. Passt. Wie allzu praktisch das doch sei. Okay. Oh, hier. Ein Lockpick benötigt. Ja, ich dachte, ich muss hier durch. Okay. Interessant, ich muss hier doch nicht durch.
Dann doch hier in den Sinister-Bereich, ne? Ah. Das heißt, diese Strom war also nicht für das Stromplasmid, sondern für das hier. Hier war ich auch. Gleich nach meiner Ankunft. Ich brauchte was zum Anziehen, das ein bisschen besser zu Rapture passte. Und dann gehst du in... Naja, okay, passt. Ich frag nicht nach, Madame. Gender Blender. Interessant. Oh, eine Tasche. Ein bisschen Geld drin. Kann auch nicht schaden. Was gibt's denn hier zum Auswahl? The Farmer's Daughter. Co-Eds. Oh. Nice. Okay. Mother May I? Interessant. Ah, das sind schon manchmal echt schräge Bedürfnisse im menschlichen Kopf. Naja. Gut, weiter. Was gibt's hier sonst noch zu gucken? Hier ist alles so leer, das glaube ich irgendwie nicht. Hier, hört ihr das mal an. Verehrte Dame, ich habe Ihren Brief bezüglich unserer neuen Spannerplasmide erhalten. Hier meine Antwort. Pech gehabt. Wir sind hier in Rapture, Miss. Was meine Kunden mit meinem Produkt machen, ist ihre Sache. Wenn ihnen unwohl ist, können sie die Wände ihrer Wohnung ja mit Blei auskleiden. Wenn sie möchten, nenne ich ihnen gerne einen verlässlichen Händler. Ein Spannerplasmid klingt interessant. Aber gut, wir probieren jetzt erst einmal das auszuspannen und zu gucken, ob wir das entspannen können. Ja gut, das ist jetzt hier exakt etwas einfacher. Mal kurz gucken. Was gibt's denn hier Feines? Ich glaube, ich habe das Spannerplasmid gefunden. Allerdings gibt's hier noch was zu durchsuchen. Also ich weiß auch nicht, warum man da ständig die Waffe wechselt, aber gut. Hey, da bist du ja. Oh. Nice. Haben sie das auch noch mit eingebaut? Aber gut, mir geht's erst um das Geld hier. Was sagt ihr? Wie oft habe ich Antonio schon um Spinde mit richtigen Schlössern gebeten? Ich bin von meiner Mittagspause gekommen und meine neuen Klamotten waren weg. Geklaut. Aber das Allerhöchste ist, der Dieb hat mir dafür was anderes zum Anziehen dagelassen. Zuerst wollte ich das Zeug wegschmeißen, aber irgendwie habe ich's nicht übers Herz gebracht. Klar, es ist altmodisch. Sogar noch mit Korsett. Der heutigen Mode entspricht es bestimmt nicht. Aber ich bin jemand, der gute handwerkliche Arbeit zu schätzen weiß. Interessant auf jeden Fall. schön. Wir wissen also, was Eve voll... Okay, passt, da war eigentlich Aufnehmer. Wir wissen also, was Elizabeth so getrieben hat. Oh, ein Lockpick, wie geil ist das denn? Warum sollte ich das hier lockpicken, wenn ich doch nur ein paar Meter... Na, egal. Nicht fragen, Spanner nagen. Disappear from sight. See through walls. And sneak up on your foes. Splicer. Mit diesem Plasmid könnte ich sie durch die Wände hindurch sehen oder falls nötig unsichtbar werden und sie überrumpeln. Aha. Drücke rechte Maustaste, während du stillstehst, um Gegner durch Wände sehen zu können. Ah, okay, während ich stillstehe. Ein sehr interessantes Detail. Ich weiß genau, wie die Kunden ticken. Alle manipulieren, ohne dass sie es merken. Okay, der muss sich jetzt umdrehen, damit ich das hier halbwegs anständig hinkriege. Okay, das war jetzt nicht ganz wie geplant. Allerdings auch funktionabel. Der Typ könnte noch hier sein. Nein, ich bin kein Typ. Ich bin eine sehr schnieke Dame, mein Herr. Was meintest du vorhin, als du sagtest, du warst in Paris? Es war nicht wirklich Paris, es war mehr... Es war mehr die Welt, wie ich sie sehen will. Und ich war wohl nicht wirklich glücklich dort. Wir wären alle besser dran, wir de Witz, wenn wir uns nicht immer einmischen müssten.
Ja, eine kleine Familienkrankheit, kann das sein? Wir haben eine Brille verlegt. Ich glaube, ich habe das Falsche an. Soll ich mich nochmal umziehen? Wo ist dein Spiegel? Ma'am, Sie sehen so blendend aus, wie Sie gerade sind. Bin mir sicher. Ich sollte mir die Hände. Soll ich Ihnen von Hocker hauen? Schau her. Sie sehen so blendend aus, die Leute fallen für Sie um. Selbst Sie selbst. Sie sind einfach... Sie haben sich noch nie im Spiegel betrachtet. Ist vielleicht auch ganz gut so. Okay. Dann bewegen wir unseren Euter mal nach vorne und wollen hier mal das Lock picken. Ja, er hat schwere Knochen. Blaue Stifte öffnen Schlösser und erhält einen Krachmacher. Oh. Ja. Okay. Okay, du hast einen Krachmacher erhalten. Rüste ihn aus und schieße ihn auf die Fenster rechts, um die Splicer abzulenken. Interessant. Interessant, aber ich will jetzt erst einmal hier gucken. Ich weiß ja nicht, wie viel Zeit ich dann haben werde. Ja, manche von den alten Nummern haben Staub angesetzt. Oh. Aber ich arbeite gerade an etwas Neuem. Okay, okay, das ist hier noch ein bisschen was anders. Das heißt also, dann... Hopp. Passt, passt. Und et voilà. Ich bin durch. Komm sofort wieder her. Nö. Bin schon weg. Madame. Früher konnte ich alles sehen. Jeden möglichen Augenblick. Und jetzt? Bist du wie alle anderen. Warum? Weil ich hier gestorben bin? Wenn ich wie alle anderen bin, kann ich weder Sally helfen, noch kann ich dahin zurück, wo ich war. Nur mal so gefragt, Schätzchen. Wieso redest du mit dir selbst? Hätte ich gewusst, dass du nicht ganz dicht bist, hätte ich mir das mit unserer Abmachung nochmal überlegt. Ich halte meinen Teil ein. Aber dem Mädchen darf kein Haar gekrümmt werden. Du hast hier keine Forderung zu stellen. Aber ich gebe zu, ich mag Mädels, die nicht auf den Mund gefallen sind. Hm. Das passt mir jetzt nicht so ganz, was du da sagst, mein Freund. Das sieht mir irgendwie sympathisch aus. Got a secret, you're not in this alone. Got a helping hand for you. Yeah, it ain't just on your own. We stick together, we won't put up with their lies. Then we're all gonna have a slice of that pie. Why, oh, why? Ich mag sowas. So, aber Junge, du bist mir auch sympathisch gewesen, hast mich angezogen, aber dein Plasmid zieht mich einfach mehr an. Danke für die edle Spende, mein Herr, und danke für die gute Unterhaltung. Oh, wobei, ich kann mir überlegen, A Slice of the Part ist leider zu Ende. Yeah. Aber gut, das nächste Stück vom Kuchen dieses Let's Plays werdet ihr im nächsten Part bekommen. Alles Stück für Stück, meine Freunde. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und mit dieser schönen Mucke im Ohr sage ich, vierte Gott.